Ich bin Stefan Krippstein, ich bin seit über 25 Jahren Tierschützer und kämpfe vorwiegend gegen illegalen Tierhandel. Ich treffe mich heute mit Jana Hoger von PETA, der großen Tierschutzorganisation. Und sie hat hier einen bedienten Tipp bekommen über den illegalen Katzenhandel, den wir heute nachgehen möchten. Ja, uns wurden die Anzeigen gemeldet. Ich habe mich dann selber mal so ein bisschen schlau gemacht, habe die Anzeigen beobachtet und auch eBay Kleinanzeigen eine Zeit lang jetzt beobachtet. Und tatsächlich werden immer wieder Katzen angeboten, die dann an der Haltestelle Gesundbrunnen verkauft werden sollen. Was hier ganz spannend ist, dass tatsächlich es immer der gleiche oder ein ähnlicher Name ist. Das heißt, es lässt darauf schließen, dass es sich wirklich auch hier um diese eine Händlerin handelt, die ständig Katzenwelpen verkauft, wirklich teilweise auch extrem kleine Tiere verkauft. Und dann war klar, dass man hier handeln muss. Und die möchte uns ja zwei Katzen verkaufen. Dann. Genau, sie hat jetzt mir Fotos geschickt. Da sind vier kleine Katzenwelpen drauf. Die sind heute 5 Wochen alt geworden, hat sie mir gesagt. Also man sieht auch, dass sie extrem klein noch sind. Die haben noch blaue Augen. Ja. Das heißt, aber die dürfte ja so gar nicht verkauft werden. Das nee, ist ja eindeutig müssen, verboten. Genau, ja. Die müssten natürlich zu der jetzigen Zeit unbedingt noch bei der Mama sein. Aber es ist ja eindeutig gewerblicher Tierhandel, wenn diese Frau seit Juni das macht und würfeweise diese Katzen jede Woche verkauft und immer die gleiche Verkaufsstelle am U-Bahnhof hat. Aber hier ist ganz wichtig, dass wir die auf jeden Fall heute stellen, konfrontieren mit unseren gesammelten Beweisen und dann die Polizei rufen, den Personal feststellen zu lassen. Deshalb drehen wir die Übergabe versteckt. Stefan Klippstein und Jana Hoger gehen zum U-Bahnhof. Die vielen Passanten machen die Lage unübersichtlich. Jetzt kommt sie an, eigentlich, ne? Hinter dem Weißen. So. Ah, hallo! Hallo! Da sind sie. Hi! Haben Sie aber weite Zugfahrt gehabt, oder? Ja. Von wo kommen Sie? Oh, 140 Kilometer. 140 Kilometer? Wo ist das dann? Schwirt. Bitte? Schwirt. Ah, okay. Wo ist das? Brandenburg ist das, glaube ich, ne? Brandenburg. Ach Gottchen. Zeig mal kurz. Ach Gott, sind die klein, ne? Während des Gesprächs untersuchen Jana Hoger und Stefan Klippstein die Katzenbabys. Nee, wir schauen zum einen nach den Augenfarben. Wenn die Tiere noch dunkelblaue Augen haben, sind sie eindeutig unter 8 Wochen alt. Auch am Zahnstatus kann man das sehr gut sehen bei den Kätzchen, wie alt die Tiere sind. Haben sie Augenausfluss, schnupfen, niesen sie? Haben sie einen dicken Wurmbauch? Wie ist das Fell? Das muss man dann alles vor Ort eben ganz genau durchchecken, beobachten. Und sind die schon geimpft? Ja, noch nicht. Noch nicht geimpft? Wie alt sind die jetzt? Heute 5 Wochen. Okay. Ja. Heute 5 Wochen alt, okay. Und haben Sie die selber aufgezogen? Ja. Und die Mutter haben Sie noch zu Hause? Ja, genau. Aber ohne Papa, ja? Ja. Ohne Papa, wenn besser ist. Aber ja. Also das geht schon, diese früh von der Mutter wegzunehmen. Das ist kein Problem. Das geht, kein Problem. Das alles essen. So. Katzenjunge müssen mindestens bis zur 8. Woche bei der Mutter bleiben. Bei einer zu frühen Trennung kann sich die Immunabwehr nicht richtig entwickeln. Muss ich da irgendwas beachten, wenn ich sie jetzt, wir haben Katzenmilch gekauft? Weiß ich nicht, aber ich kaufe normale Milch, 3,5%. Alles auch mit normaler Milch funktioniert das. Und fressen die schon Dosen und Trockenfutter? Das bisschen was, nicht zu viel essen, ja? Ja. Das noch kleine. Okay. Das kleine Dosen, das ich kaufe für kleine Tiere. Und sind die in der Wohnung aufgewachsen oder wo waren die? In Wohnung. In Wohnung. Ja, aber mit Terrasse, ja? Ja. Ja, das bisschen Spiel. Es sind auch gewohnt rauszukommen und so. Ha? Das meine ich. Nur noch ganz blaue Augen. Das war dann der Nachwuchs von der eigenen Katze? Ja. Das war nur einmal. Jetzt quasi. Okay, ja, perfekt. Die Tierschützer wollen wissen, woher die Kätzchen kommen. Und die sind dann in Schwedt geboren oder wo sind die geboren? Nee, in Schwedt, ja. Nett. Kriegt ihr ein gutes Zuhause. Das heißt, was muss man machen? Wann muss man zum Tierarzt und so weiter? Das weiß ich nicht, das geht nicht, aber gechippt.
Muss man machen, oder? Und wann muss man das machen? Ich muss machen. Achso, wann muss ich das machen? Wissen Sie das? Ich weiß nicht, ein Monat. Jetzt schon ein Monat. Und dann kann man es machen mit einem Monat. Heute oder morgen kommen und schon gemacht. Und dann mache ich. Ja. Und dann kann man die schon impfen, ja? Ich nicht. Nee, aber wir können die dann jetzt schon impfen mit 5 Wochen. Das ist kein Problem. Kein Problem. Okay. Das sind aber keine so Polenkatzen oder sowas, oder? Oder sind die von Polen? Nein. Nee. Das Polen, das ist kranke Katzen. Ja, deswegen, ja. Da hatte ich ein bisschen Angst. Das ist hier Wurm. Die riechen nach Wurm. Also Wurmkur oder Flohmkur gekriegt? Nee, noch nichts, ne? Nee, noch gar nichts. So. Das ist die Arzt, das weiß ich nicht. Okay. Hm? Ich hatte noch nie Katzen. Muss man irgendwas beachten oder so? Und haben da viele so Anfragen bei eBay, ja. Die Anzeige? Ja. Echt viele melden sich. Ja. Mhm. Aber ich noch nicht stellen, dass es eine Kleinanzeige steht, ab 8 Uhr. Ja. Ah. Ja, und dann... Gut, weiß ja keiner, ob dann 4 Wochen oder 8. Sie fragen und die Foto machen und schicken. Ja. Aber haben sie einfach 8 Wochen hingeschrieben quasi, dass eBay das freigibt. Ja. Okay. Das reicht Stefan Klippstein. Jetzt soll die Polizei übernehmen. Dann bezahle ich mal, oder? Dann gebe ich ihm mal das. Ja. Ich denke, wir klären das Ganze dann mal auf, ja? Mein Name ist Stefan Klippstein, ich bin Tierschützer. Sie warten hier, die Polizei kommt. Sie verkaufen illegal Katzen am Bahnhof. Kennen Sie diese ganzen Anzeigen von sich? Das sind alles eBay-Anzeigen, wo Sie hier am U-Bahnhof Katzen verkaufen. Wir beobachten Sie seit Wochen, wie Sie kleine Katzenwelpen am U-Bahnhof verkaufen. Und ich möchte von Ihnen wissen, warum Sie uns hier so angelogen haben, dass Ihr einzigster Wurf das ist, dass Sie noch nie Katzen am U-Bahnhof verkauft haben. Das sind alles Ihre Anzeigen. Melli, ich bringe dir einen Gesundbrunnen. Sie haben ganz viele Katzen verkauft. Sie machen das heute nicht das erste Mal. Ja, Sie fahren hier regelmäßig hin, verkaufen Katzen. Und Sie verkaufen Katzen, die zu jung sind, die krank sind. Und das ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Wir haben das alles dokumentiert. Wir sind hier im Fernsehsender. Die Polizei kommt jetzt. Da wird die Polizei sich ihn annehmen und sich darum kümmern. Das, was Sie hier machen, ist illegaler Tierhandel. Kommen die Katzen aus Polen, dann geben Sie es gleich zu. Aber wie viele Katzen haben Sie denn zu Hause? Sie müssen ja tausend Katzen zu Hause haben. Eine Anzeige. Zweite Anzeige. Dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Das ist Geschwister. Ja, Sie machen seit aber Juni, Sie machen das seit Juni. Beobachten wir Sie, dass Sie immer wieder ganz regelmäßig Tiere verkaufen. Wir haben Leute, die 5 Wochen alte Katzen bei Ihnen gekauft haben, die halbtot sind. Es sind Katzen nach dem Verkauf hier gestorben. Es waren Tiere tot, krank, die waren beim Tierarzt. Und das ist bewiesen, dass Sie über diese Accounts die Katzen verkaufen. Sie geben hier an, die Katzen sind 12 Wochen alt. Sie haben gerade selber gesagt, dass Sie einfach bei eBay 12 Wochen reinschreiben, weil Sie die Katzen mit 5 Wochen verkaufen und genau wissen, dass Sie das nicht dürfen. Warum machen Sie das dann? Nein, wir werden es nicht zurückgeben. Nein, die Katzen kommen jetzt ins Tierheim. Und ich frage Sie, warum verkaufen Sie am U-Bahnhof kleine Katzenwelpen? Warum machen Sie das? Die Anzeige hier ist in 4 Wochen alt, ja? Und das kann gar nicht ein Katzenwurf sein. Sie wissen doch, dass das verboten ist, oder? Wissen Sie, dass es verboten ist? Nein. Sie dachten, es ist normal, 5 Wochen alte Katzen am U-Bahnhof zu verkaufen, die noch bei ihrer Mutter sein müssen, die noch nie bei einem Tierarzt waren, keine Wurmkur, keine Flohkur haben. Und Sie verkaufen diese Tiere hier, um damit schön Kasse zu machen. Sie finanzieren sich mit den Katzen und schönes Leben. Ist das so? Ja. Ja. Die Polizei wird ihre Personalien aufnehmen und dann wird das Veterinäramt in Schwedt, wenn sie sofern in Schwedt überhaupt wohnen, wenn sie nicht noch da geflogen haben, wird das Veterinäramt das kontrollieren bei ihnen zu Hause, wie viele Katzen sie haben, wie viele Katzen sie verkauft haben. Woher kommen die ganzen Katzen? Sie können ja nicht mit 2 Katzen seit Juni durchgängig immer weiter Katzen verkaufen. Das funktioniert ja nicht. Mir schenken das in Polen die 5 Tüten. Dann verkaufen Sie die. Kriegt die Freundin dann auch Geld dafür? Nein. Fakt ist, dass Sie bestimmt mindestens 5 oder 6 Würfe verkauft haben. Hm. Wie viel Geld haben Sie insgesamt damit schon verdient? 100 Euro. Immer 100 Euro. Aber es ist ja trotzdem, hier war gestern 120, heute 240, wir sind ja schon mal 360 Euro. Das geht ja zacki-zacki. Also Sie machen ja, Sie haben ja allein gestern und heute mindestens 350 Euro verdient. Wenn man ihre Zugfahrt absieht. Das ist ja jetzt nicht so schlecht Geld, dafür gehen manche Leute 3-4 Tage arbeiten. Die Frau gibt sich einsichtig, bietet an, das Geld zu spenden. Verstanden. Das wäre meine Katze und das ich nicht verkaufen weiter.
alles verstanden. Okay. Ja, ist einfach nicht richtig. Also, das ist nicht richtig für die Tiere. Nee, ich gebe auch kein Tier zurück. Das Tiere und das ist Geld zurück auch. Ich möchte kein Geld zurück. Nee. Also, die Tiere fallen das, diese Geld. Bitte? Tiere fallen diese Geld. Ja, gut, das dann machen wir das so. Mit das Geld diese, ja, ja, mit ja. diesen Katzen aus Tier. Gut. Die Tierschützer warten mit der Frau auf die Polizei. Der Zustand der Katzen ist natürlich kritisch. Die sind viel zu früh von der Mama weggenommen worden, haben Ohrmilben, haben ganz festen Bauch. Das heißt, sie haben bestimmt auch Wurmbefallen. Das müssen wir jetzt natürlich in der Tierarztpraxis überprüfen lassen. Die Polizei diese Personalien der Frau festgestellt, die Wohnanschrift. Wir werden es natürlich den Veterinärbehörden jetzt auch direkt anzeigen, dass da eben schnellstmöglich auch gehandelt wird, damit die Katzen, die noch bei ihr zu Hause sind, auch alle eventuell beschlagnahmt werden können. Um den Zustand der Kätzchen gerichtsfest zu dokumentieren, fahren die beiden zu einer Tierärztin. Sie müsste einen Parasitenbefall sofort behandeln, da sich auch Menschen anstecken könnten. Tierärztin Jeanette Köpsel arbeitet seit Jahren mit Stefan Klippstein zusammen und behandelt gerettete Tiere außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten in ihrer Praxis. Also man kann auf den ersten Blick schon deutlich sehen, dass die Tiere viel zu jung sind. Ne? Sie sind viel zu klein, komplett unterentwickelt und brauchen noch ganz dringend ihre Mama. Hier ist noch Flohkot deutlich zu sehen. Okay. Ah, ja. Das ist sogar ein toter Floh. Ne? Um die Händler der kranken Katzen zu finden, reisen die Tierschützer nach Polen.